Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute vier ätherische Öle vorstellen, die ich zum Meditieren nutze. Und wir fangen einfach mal mit Ylang Ylang an. Also diese Duftrichtung werden ja die meisten von euch kennen. Und Ylang Ylang hat einfach eine sehr beruhigende Wirkung und vermindert einfach auch Spannungen und Stress und fördert die positive Einstellung. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz passend, auch das während der Meditation zum Beispiel zu diffusen oder vorher einfach mal dran zu schnuppern, dran zu riechen. Und deswegen, also ich entscheide tatsächlich sehr spontan, was ich benutze. Es kommt auch darauf an, was ich für eine Meditation mache. Also wenn ich halt wirklich zum Beispiel einen Bodyscan mache, um mich einfach zu entspannen, dann ist Ylang Ylang zum Beispiel das Öl meiner Wahl. Dann habe ich ein Öl mit dazu genommen, was ich euch gerne zeigen möchte. Nicht, weil ich das sehr, sehr gerne dafür nutze, sondern weil es sehr beliebt ist bei meinen Teilnehmern bei meinem Offline-Meditationskurs. Also ich leite einen Meditationskurs offline und da läuft auch immer der Diffuser mit verschiedenen ätherischen Ölen. Und dieses hier kommt tatsächlich immer am besten an. Und zwar ist das Grapefruit. Also das würde nicht ich jetzt persönlich wählen zum Meditieren. Aber ich habe halt, wie gesagt, schon verschiedene Sachen ausprobiert während des Meditationskurses. Und da ist Grapefruit tatsächlich sehr, sehr beliebt. Hängt zum einen natürlich damit zusammen, dass es so schön fruchtig riecht. Ist auch stimmungsaufhellend und fördert die Konzentrationsfähigkeit. Und beim Meditieren muss man sich ja tatsächlich konzentrieren. Nämlich nicht auf die abschweifenden Gedanken, sondern auf seinen Atem, auf meine Stimme zum Beispiel. Und deswegen kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, ne, dass auch Grapefruit da beim Meditieren sehr, sehr gut hilft. Dann gibt es ein ätherisches Öl, was so das extrem klassische Öl ist, um es während einer Meditation zu nutzen. Und zwar ist das Clary Sage. Und Clary Sage wird nämlich auch genannt das Öl der Klarheit und der Vision. Hat auch beruhigende Fähigkeiten und wird halt einfach, wie gesagt, wenn ich ein Öl für die Meditation empfehlen würde und mich auf eins beschränken müsste, würde ich immer Clary Sage empfehlen, weil man das für die innere Arbeit sehr gut nutzen kann. Es ist einfach geistig auch sehr beruhigend und auch wenn man so einen neuen Weg anstrebt, ist Clary Sage so das Öl der Wahl, weil es einfach auch hilft, unbewusste und unterbewusste Ängste zu lösen, Wut loszulassen, Dingen den Lauf zu lassen. Hilft auch gegen dieses Gedankenkarussell, was ja ganz, ganz viele von uns kennen und was man ja während der Meditation gerade gar nicht braucht, einfach weil Clary Sage beruhigt. Und wenn man sehr viel Stress hat, kann man das zum Beispiel auch gut auf die Pulspunkte auftragen, jetzt mal unabhängig von der Meditation. Und als abschließendes Öl möchte ich euch gerne mein neuestes Öl vorstellen. Das habe ich tatsächlich noch nicht so lange, bin aber sehr, sehr glücklich damit und sehr, sehr verliebt darin. Und es kommt auch oft im Alltag mit den Kindern zum Einsatz. Und zwar ist das Vetiva. Und Vetiva nutze ich sehr, sehr gerne, um so eine friedliche Umgebung zu schaffen. Hat eine sehr beruhigende Wirkung auf Emotionen. Deswegen benutze ich sehr, sehr gerne mit den Kindern zusammen. Ne, wenn die manchmal so sehr extrem in ihren Emotionen sind oder auch einen anstrengenden Kindergartentag hatten oder irgendwas, dann diffuse ich sehr, sehr gerne Vetiva. Und Vetiva hat einen sehr erdigen Geruch. Das ist persönlich nicht so meins. Aber ich mag es in der Kombination zum Beispiel mit Lemon. Also dann gebe ich einfach Vetiva und Lemon in den Diffuser. Also 3 Tropfen Vetiva und 6 Tropfen Lemon. Und das verströmt dann halt diesen reichhaltigen, holzigen Duft von Vetiva und dieses fruchtig, frische, zitronige von Lemon. Und es erdet einfach. Vetiva erdet einfach und hat so eine beruhigende Wirkung. Und alles ist dann wieder ein bisschen gesetzter und ein bisschen gedämpfter. Kann man auch sehr, sehr gut benutzen. Es fördert einen erholsamen Schlaf. Wenn ihr das diffust, während ihr abends zum Beispiel nochmal eine Meditation macht, kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Genau, das waren jetzt kurz und knapp und flockig die 4 Öle, die ich am meisten nutze während einer Meditation.
Ihr könnt mir jetzt sehr, sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist, wenn ihr meditiert. Also setzt ihr euch einfach nur hin und meditiert oder macht ihr auch noch etwas mit eurer Umgebung? Macht ihr vielleicht eine Kerze an? Nutzt ihr ätherische Öle? Nutzt ihr Musik zum Meditieren oder vielleicht auch gar nicht? Da ist man ja ganz unterschiedlich. Also ich mag es lieber mit Musik, kenne aber auch Leute, die einfach nur gerne meine reine Stimme zum Beispiel hören. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was so eure Vorlieben auch beim Meditieren sind. Und wenn ihr Fragen zu meinen ätherischen Ölen habt, und ihr wisst ja, ich verschicke auch immer gerne Proben von den ätherischen Ölen, dann schreibt mir gerne eine Nachricht auf irgendeinem bekannten Weg, also sei es per E-Mail, bei Facebook, bei Instagram, per WhatsApp, wie auch immer, da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, das kleine, kurze, knackige Informationsvideo hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!